Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie der Titel schon sagt, geht es diesmal um Skateboarden. Und ihr müsstet euch jetzt eigentlich vorstellen, dass ich hier auf dem Brett stehe, ein Ollie ziehe, Kickflip mit 78,34 Umdrehungen, Handstand noch dazu und so weiter und so fort. Aber kurze Story dazu, ich stand das erste Mal wieder vor 2 Wochen auf dem Board, davor 20 Jahre her. Und es braucht natürlich ein bisschen, um da wieder reinzukommen, damit man so ungefähr versteht, warum hier auf einmal Skate-Vlogs aktiviert werden. Ey, ich habe mein ganzes Leben lang immer wieder Skate-Videos mir reingezogen und ich bin früher auch geskatet. Jetzt nicht krass, aber ich konnte rollern. Es war trotzdem immer ein nices Gefühl und ich habe mir immer wieder Videos reingezogen und da sieht es ja immer alles so super easy aus, aber trotzdem hatte ich das Gefühl immer so, ey, machen. Ich muss auch nicht mithalten mit den jungen Leuten, die da total durchdrehen. Ich will einfach rollern, Ollie, Hindernis, drüber. Das wäre schon mein Traum. Wie gesagt, ich stand dann vor ein paar Wochen, also ich glaube, es war genau 2 Wochen, das erste Mal wieder auf dem Board. Das war natürlich super strange, ey. Ich war da drauf, als wäre ich noch nie auf dem Board gestanden. Man war super, super unsicher und man hat natürlich mehr denn je im Kopf so, ey, nicht hinfallen, nicht alles brechen. Und genau in dieser ganzen Entstehung wieder habe ich halt auf YouTube rumgeguckt. Was gibt es denn so an Vlogs in Berlin? Was gibt es für Skateparks? Gibt es irgendwelche coolen Dudes, die geile Vlogs machen? Und ey, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe leider wenig gefunden so. Ey, und da war für mich klar, ich will Vlogs machen und Skateparks vorstellen. Ich will euch einfach die Locations zeigen. Ich will für die Leute, die in Berlin nach Skateparks suchen, eine Möglichkeit bieten, dass man die sieht und wie sich das entwickelt, ob wir da noch Leute kennenlernen, die vielleicht vor der Kamera auch mal irgendwie uns was vorführen an den Parks oder mit uns diverse Parks abklappern, wird man dann sehen. Wir spulen zurück vor 2 Wochen. Ich stand auf meinem Board, ich hatte noch so ein altes Board im Keller, so ein Komplettboard, Plan B-Deck mit Fertig-Styles, Achsen dran, Rollen. Und ich habe auch da sehr schnell gemerkt, dass ich da irgendwie auch an meine Grenzen komme, weil es war ein bisschen zu klein vom Gefühl her und auch sehr schnell war irgendwie Kugellager durch. Also habe ich mir ein neues Board geholt bei Titus, Titus Supreme. Greetings auch auf jeden Fall an die Damen und Herren von dort. Und die netten Herren haben mir empfohlen, die Dokumentation von Justin Sommer. Ich habe zwar immer Videos geguckt, aber namenmäßig wusste ich nicht, wer da irgendwie up to date am Start ist, wer da Newcomer-mäßig voll drin ist. Ich habe mir dann die Doku reingezwirbelt von Justin Sommer, überkrass, der einfach einen Vertrag bei Santa Cruz hat und da auch seine eigenen Boards hat. Und dann war ich, glaube ich, das 2. Mal fahren oder das 3. Mal. Und dann habe ich gesagt so, ey, wir müssen Ollie wieder aktivieren. Dann habe ich da 2,5 Stunden stand ich auf dem Board, zack, zack, zack. Und habe irgendwie auch komplett vergessen, so, dass man da einfach Regionen im Körper wieder aktiviert, wo man gar nicht weiß, dass da überhaupt Regionen im Körper sind. Ne? Der erste Ollie, Leute, ich sage euch, wie es ist. Und wir fahren jetzt gleich zu dem Skatepark, wo der erste Ollie stattgefunden hat. Ich blende euch den jetzt hier mal ein und ich sage euch, wie es ist. Ich war 2,5 Stunden da dran, habe in das Board getreten, bis ich dann den Ollie hier hinbekommen habe. Und ey, ist ein kleiner Ollie, aber für mich sieht es aus wie ein Ollie. Und ich war stolz wie Bolle, bin stolz wie Bolle. Ich dachte, ich bin Tony Hawk. Bedeutet, man kann auch nur mit 40 aufs Board wieder und kann sich einfach locker flockig rausaktivieren. Und allein das Gefühl, was ich die letzte Zeit hatte, ich kann es nicht beschreiben, aber es klingt jetzt so wahrscheinlich so Floskel-Style, aber es ist einfach so Freiheitsstyle. Es ist einfach nice so, ne? Deswegen hier auf jeden Fall Vlogs die nächste Zeit zum Thema Skateparks. Hier in Berlin erstmal, wenn wir mal in anderen Städten wieder unterwegs sind, gerne auch da. Willkommen, Skatepark Heidelberger Platz. Und hier für mich der magische Moment. Vorhin aus dem Video habt ihr gesehen, hier ist mein erster Ollie entstanden nach 20 Jahren Brettabstinenz. Wie gesagt, habe ich mich immer in die Senioren-Ecke vertrieben. Hier ist allerdings immer massiv Glas. Ne? Also hier aufpassen to the fullest. Davon ist schon eher ein bisschen sauberer die ganze Sache. Hier gibt es auch immer an den Ecken wunderbare Sitzgelegenheiten. Hier ist auch noch eine Bank. Ich mag das hier sehr. Hier ist die Financial Times. Wir haben jetzt den guten Nico kennengelernt. Was ja auch immer nice ist, egal wo du bist. Du lernst einfach Leute kennen.
Ich sag mal so, das war der erste Vlog zum Thema Skatepark hier in Berlin. Kommentiert gerne, schreibt eure Geheimtipps oder ob ihr selbst auch skatet. Was haltet ihr vom Thema in hohem Alter noch anfangen mit Skateboarden oder wieder anfangen? Schreibt alles in die Kommentare. Däumchen nach oben, würde ich mich wie immer freuen. Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank auch nochmal an Nico, der uns ein, zwei Tricks hier repräsentiert hat. In diesem Sinne, bis ganz bald. Bleibt gesund. Ahoi.